Kann ich das nicht kaputt machen? Jetzt schon. Jetzt schon! Sehr gut. Ich glaube, von da oben kam ich, oder? Bist du dumm? Bist du schwul? Du hast lange Haare. Hast du das schon mal gesehen? Hat jemand gesagt, dass es extrem scheiße aussieht? Hat dir jemand schon mal gesagt, dass du aussiehst wie ein Junge, was aussieht wie ein Mädchen? Ne, ich glaube, es war umgekehrt. Dass du aussiehst wie ein Mädchen, was aussieht wie ein Junge. Genau so war das. Ja. Scheiße, antike Statuen, die ein paar tausend Jahre alt sind. Oh, hier ist wieder ein Schiebespiel, oder? Ah, da muss ich erstmal die Statue aus dem Weg räumen. Genau wie die hier auch. Ach so, dann komme ich oben an den Geheimgang ran. Schauen wir mal, wo der mich dann hinführt. Nein, ich will das nicht dahin schieben. Hallo? Boah, das ist manchmal ein bisschen komisch zu steuern. Ganz rechts im Bild sieht man wieder so eine komische Kletterwand. Da brauche ich anscheinend diese komischen Mithril-Handschuhe. Wie mir in diesem Hinweis schon mal gesagt wurde. Man kann ja auch theoretisch, dass mir diese Hinweise nicht angezeigt werden. Das wird das ganze Spiel dann mal ein bisschen schwerer machen. Aber ich glaube, ich lasse das lieber, weil das dann alles sonst noch viel zu sehr in die Länge gezogen wird. Toll, jetzt habe ich den Geheimgang entdeckt. Der wunderbare Blick von der Wetterspitze hat mich zu einem Gedicht inspiriert. Leider habe ich meine einzige Feder da oben vergessen. Bist du so nett und holst sie mir? Bist du schwul? Neue Aufgabe, Bruchtal. Mal geil. Feder auf der Wetterspitze. Ich habe da aber keine Feder gesehen. Oder kann ich Gegenstände erst finden, nachdem ich die Quest angenommen habe? Wäre natürlich ein bisschen komisch. Wo geht's denn hier lang? Okay, ich kann ja anscheinend doch. Ich kann ja doch anscheinend an mehr Orte, wie ich gedacht habe. Ah, da ist wieder so eine Kartenstatue. Hammer geil. Alles kaputt machen. Voll komisch, diese Pflanzen auf den Steinen. Ah, Kartenstatue. Komm, dann aktivieren die mal. Da können wir jederzeit hier hin. Was kann ich denn hier noch alles erreichen? Das ist eine goldene Schatztruhe. What the fuck? Charakter kann ich auch kaufen. Zweites Zeitalter. Achso, Elrond, zweites. Lol, ich kann Bilbo Beutlin kaufen. Hammer geil. Kriege ich von dem vielleicht auch die, diese Ork-Klinge? Das wäre nice. In dem Film. Bekommt er dann auch diese Mithril-Kette. Das wäre richtig nice. Lol, das kann ich nur mit Gandalf machen. Aha. Warum habe ich keinen Gandalf hier? Na egal. Das kann ich halt nur mit Gandalf machen. Ha? Hallo. Na? Du. Was gab's hier oben? Genau, das haben wir gemacht. Die Quest haben wir dann angenommen. Die eine Feder. Kann er nicht hier irgendwo einen Vogel finden und ihm die Feder aus dem Scheiß. Kann er die nicht einfach rausreißen? Lol, dahinter ist die. Kann ich da oben hin? Einen Moment. Hä? Kann ich das nicht kaputt machen? What the fuck? Lol, doch. Gerade eben ging's nicht. Habt ihr ja selbst gesehen. So. Hier ist genau nichts. Alles klar. Bisschen komisch. Hier ist. Führt einen Weg hin und hört einfach auf. Soll es auch geben. Jetzt will ich aber erstmal ganz nach oben. Hi, was geht? Nein, ich bin nicht schwul. Nein. Wo geht's hier lang? Ich glaube, ich finde ja nie wieder raus. Irgendwie laufe ich immer weiter. Und verirre mich irgendwie nach und nach. Oder war ich hier schon? Oh, warte, hier ist die Schatztruhe, oder? Bruchtal. Kann ich da mit der Story weiterspielen? Ich
will aber noch nicht. Ich will noch mal ein bisschen gucken, was es hier sonst noch so alles gibt. Oder oh, sind 1000 Punkte. Hammer geil, wie das hier aussieht. Ey, so ein Haus würde ich auch gern haben. Hammer nice, wie das hier aussieht. Richtig geil. Kann ich auch eigentlich irgendwas machen? Ach, guck mal hier. Die Wetterspitze, 1 von 10. Hä? Sind das die verschiedenen Missionen? Ah! Ist das hier irgendwie so eine zentrale Station? Hier, das sind die ersten drei Quests, die ich gemacht habe. Und hier wird mir dann angezeigt, wie viele goldene Schatztruhen ich gefunden habe. Hier habe ich, glaube ich, auch nur eine gefunden. Ja. Und so viele Missionen gibt es noch. So viele haben wir noch vor uns, Leute. Das kann eine Weile dauern. Das verspreche ich euch. Es reicht, wenn ich hier wegen jedem Scheiß rumlaufe und gucke. Aber ich will alles mitnehmen. Ah, ich gehe mal wieder zurück, oder? Ja. Bruchtal. Benutze eine Speicherstatue, wenn du eine Pause machen willst. Drück Raute, um sie zu aktivieren. Das weiß ich bereits. Okay. Sind die ganzen Punkte jetzt wieder da, oder was? Aber ich würde ganz gern zu dieser einen Brücke, wo ich den... Was gibt's da? Was gab's denn hier alles auf der Karte? Die Feder, den Entwurf, da wollte ich ja hin. Da gibt's ja anscheinend noch eine Quest, da gibt's den Mini-Kit-Raum. So heißt der also, aha. Und ich müsste jetzt eigentlich hier hin. Aber ich versuche jetzt erstmal zu dem Entwurf zu kommen. Weil ich wissen will, wie ich da hinkomme. Aber ich lasse mir den Weg dahin zeigen, sonst verlaufe ich mich wieder. Beziehungsweise eigentlich müsste ich ja... Eigentlich müsste ich auf die Brücke kommen. Da muss ich hoch. Kann ich da irgendwie hoch? Ich glaube nicht. Ne, ich glaube, das sieht nicht so ganz danach aus. Kann ich hier irgendwo... Ich kann nicht so hochspringen. Wie mache ich denn das? Ich glaube, das muss ich mit Gandalf machen. Dann startet der hier und kann vielleicht dann da hoch. Aber hier gab es ja noch ein paar Charaktere, die ich finden konnte. Erstmal zu Bilbo. Dem guten alten Onkel, der sich einfach verpisst hat. Hat sich jemand ein nettes Fleckchen gesucht. Ach so. Da kommen immer neue Punkte. Oh, geil. Cool. Finde ich immer ganz nett, dass die so kleine Extras einbauen. So, ab zu Bilbo. Du alter Sack. So, wo bist du denn? Wo bist du? Hi Bilbo! Alter. Jetzt haben wir nur noch 45.000. Bilbo, du geile Sau. Jetzt habe ich den gekauft und habe noch sau wenig Punkte. Ich weiß nicht, ist das so clever, direkt alle Charakter zu kaufen? Hier gibt es noch Elrond, aber der kostet sich ja auch total viel. Scheiße, jetzt habe ich, glaube ich, gleich keine Punkte mehr dafür. Wo ist Elrond? Elrond! Wir haben ja auch einmal so einen Aufgabenfinder gefunden, ne? Mich interessieren, ob ich den selber einsetzen muss oder ob sich der jetzt einfach aktiviert hat. Hä, wo führt der uns hin? Oh, ist das hier das Haus von Elrond? Das haben wir eben noch gar nicht gesehen. Hier steht ja noch viel zu viel rum, was noch nicht kaputt gemacht wurde.
War ich hier nicht? Ne, hier war ich nicht. Ach, ich glaube, hier geht's mit der Geschichte weiter, oder? Ja, ich glaube schon. Hä, bin ich jetzt überhaupt Richtung Elrond gelaufen? Nein. Der sollte mir doch den Weg zeigen, ey. Ach so, den krieg ich.